Nichtsdestotrotz ist alleine, dass heute so viele Experten hier sind, nichtsdestotrotz, dass alleine Bhakti persönlich hier ist und nicht mit einer Konferenz, zeigt eigentlich, dass es eine Normalisierung gibt mit der AfD. Das liegt vor allen Dingen aber natürlich daran, weil wir die Einzigen sind, die für die Freiheitsrechte eintreten. Aber ich finde das super. Also ehrlicherweise kriege ich Gänsehaut, weil ich darf nach der Mittagspause gleich reden über den Untersuchungsausschuss. Aber dass ich überhaupt hier reden darf mit so vielen Experten, das ist Wahnsinn.